So, Freunde, let's go, der Hase. Das letzte Spiel für heute. Portugal gegen Spanien. Und herzlich willkommen zu einer Weltpremiere zu diesen Predictions. Ich hoffe im Übrigen, ihr habt die ersten beiden gesehen. Ich werde tatsächlich selber spielen. Und dreimal dürft ihr raten, wer tatsächlich wieder da ist bei den Predictions. Ha? Ich nicht. Richtig. Lukas nicht. Kappa. Lukas, wie geht's dir? Alles cremig oder was? Oh. Mois. Sehr gut. Ja, ich glaube, Lukas hat das erst, also Lukas, ihr müsst wissen, wir nehmen das zu dem Zeitpunkt auf, wo das erste Spiel erst gelaufen ist, ne? Ich glaube, das Eröffnungsspiel hast du gar nicht gesehen. Ich glaube, du hast geschlafen, hast du gerade gesagt, ne? Das hat ihn gar nicht gejuckt. Und herzlich willkommen zum ersten absoluten Topspiel dieser Weltmeisterschaft. Ich habe es, ich weiß gar nicht, ich glaube bei der Iran-Marokko-Prediction habe ich es genannt, Cristiano Ronaldo gegen Spanien. Portugal, der amtierende Europameister gegen den Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und Europameister von 2012. Dann 2014 kläglich in der Gruppenphase ausgeschieden. Und dann bei der EM 2016 auch nicht wirklich überzeugt, die Spanier, rund um zum Beispiel die Superstars David De Gea, Sergio Ramos. Und ja, wir werden gleich die Aufstellung sehen. Spanien generell eine richtig gute Mannschaft eigentlich, ne? Iniesta, Thiago, Silva, also nicht Thiago Silva, sondern David Silva, De Gea, Ramos, wie schon gesagt. Und hier sehen wir die Aufstellung von Portugal, Patricio im Tor, dann Cedric, Fonte, Pepe und Guerreiro, der alte Ehrenmann von Borussia Dortmund, Carvalho im Mittelfeld, dann Silva, Moutinho und João Mario bilden das Dreier-Mittelfeld und Silva und Cristiano Ronaldo bei seiner wahrscheinlich letzten WM, also seine letzte Chance quasi Weltmeister zu werden. Hier sehen wir die Aufstellung von Spanien mit David De Gea, Carvajal, Ramos, Piqué und Alba bilden die Viererkette, Thiago, Busquets und Iniesta bilden das sehr kompakte und starke Mittelfeld. Silva, Costa und Isco sollen da vorne für Probleme sorgen. Ja, weiß ich nicht, schwierig zu sagen, wer hier gewinnt. Es ist die Weltpremiere. Ich spiele tatsächlich mal selber. Ich spiele die Mannschaft, wo ich glaube, dass sie gewinnen wird, nämlich Portugal. Und ich glaube, dass Portugal gewinnen wird aus dem einfachen Grund, denn Portugal ist einfach Europameister. Und die werden richtig motiviert und richtig hungrig in diese WM starten wollen. Und noch ein positiver Aspekt, sie haben nicht Deutschland in der Gruppe. Also das kann schon mal nicht schief gehen, das Eröffnungsspiel, während sie zum Beispiel vor 4 Jahren gegen Deutschland ordentlich aufs Maul bekommen haben. Nicht so hart wie Brasilien, aber das ist ein anderes Thema. Und da ist schon mal der erste Schuss von Ronaldo nach 5 Minuten. Dieses Spiel ist auch schwierig einzuschätzen, muss ich ehrlich zugeben. Was meinst du, Lukas, als alter Fußballhase? Juckt mich nicht. Das Spiel juckt dich nicht? Juckt dich auch ein deutscher. Juckt dich ein deutsches Spiel auch nicht? Natürlich. Doch, deutsches Spiel juckt dich, ne? Bist du. Digga, hattest du früher auch die in der Schule? Oder hast du die jetzt auch immer noch in der Schule, die sagen, ich bin Deutschland-Fan? Ja. Digga, wenn man dann so fragt, so von welchem Verein bist du Fan? Ja, ich bin von Deutschland, bin ich Fan. Ach, Bruder. Muss los. Ganz schlimm, fand ich die. Ach, moin. Aber Spanien sollte eigentlich auch ziemlich motiviert sein. Also das ist wirklich sowieso ein Top-Duell. Ich meine, das hatten wir schon mal bei einer WM, oder? Dass sie in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind. Oder war es eine EM? Ich weiß es nicht mehr genau. Dass sie in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind. Absolutes Top-Duell. Und beides mit Favoriten auf den Titel tatsächlich. Spanien immer ein Favorit, auch wenn sie 2014 und 2016 jetzt nicht so stark waren. Portugal hat bewiesen, dass sie große Turniere gewinnen können. Und das wollen sie jetzt natürlich auch auf der großen Bühne beweisen. Und klar ist auch, dass so eine WM für alle Spieler
immer ein wichtiges Thema ist. Cristiano Ronaldo, mehrfacher Weltfußballer, mehrfacher Champions League-Sieger. Diese Saison wieder die Champions League geholt mit Real. Jetzt sind wieder die Wechselgerüchte am Kommen und wechselt er und geht er vielleicht zu PSG oder doch zu Man United oder doch in die USA. Am Ende sage ich euch so, wie es ist. Wird er sowieso wieder bei Real bleiben, weil sie ihm wieder das Gehalt zahlen werden, was er will. Und deswegen wird er dann auch bei Real Madrid bleiben. Und da ist nicht das 1:0. Ciao Mario, oh mein Gott. Nach 21 Minuten, da war die Mega-Chance für Portugal hier in Führung zu gehen. Oh, und er macht's nicht. Halleluja, aber direkt mal, ich find's geil, ich freue mich richtig auf die WM, Mann. Ich hab so Bock, ein richtiges Topspiel. Spanien-Portugal, Alter, das ist ein richtiges Topspiel. Und Ronaldo jetzt nochmal, mit dem Abschluss. Aber steht wieder daneben und, Jordi Alba ist so schnell, ne? Jetzt vielleicht nochmal Iniesta, alles schon Weltmeister, mehrfache Europameister, 2008, 2012. Gegen Deutschland damals, 2008 im Finale gewonnen. Wer sich daran erinnern kann, ich kann mich schmerzlich daran erinnern, weil ich habe damals mit meiner Mutter gewettet, wenn Deutschland Europameister wird, brauche ich einen Tag später nicht zur Schule gehen, war meine Wette. Ja, gut. Wetten habe ich es nicht so. Ich wetten bin ich nur am Verlieren. Wie ja, zum Beispiel. Nee, mit Wetten habe ich es nicht. Also, ich habe auch eine 50-Euro-Wette gegen Lukas verloren. Könnt ihr ja mal auschecken. Die 50-Euro-Fortnite-Wette heißt das Video, glaube ich. Die hat er natürlich schon bekommen. Heißt so, ne? Ich verlinke euch das Video und den Kanal von Lukas einfach unten in der Videobeschreibung. Okay, Lukas Kanal werde ich definitiv verlinken. Ob ich jetzt das Video verlinke, ob ich es nicht, wenn ich es nicht vergesse, mache ich es. Könnt ihr euch dann natürlich gerne angucken. Lasst auf jeden Fall da auch mal ein fettes Abo da auf korrekten Hasen. Und ja, schreibt auf jeden Fall schon mal rein. Spanien, Portugal, beides Mitfavoriten auf den WM-Titel. Wen seht ihr da weiter vorne? Freut ihr euch auf das Spiel? Werdet ihr es euch angucken? Alles Fragen. Und das eigentlich auf dem Freitag. Ah, richtig geiler Freitag eigentlich. Richtig geiler WM-Freitag. Richtig nice. Und dann wird sich Samstag definitiv wahrscheinlich Takeover gegönnt. Was heißt wahrscheinlich, sondern definitiv Takeover gegönnt. Digga, eigentlich richtig geile Woche, muss ich wirklich sagen. Und da waren jetzt tatsächlich mal die Spanier mit Thiago Alcantara von den Bayern. Mit der ersten Chance, aber Patricio ist da. Jetzt die Spanier mal mit Iniesta. Kommen durch. Thiago, ist die Frage auch, also wenn man mich fragen würde, wen sehe ich weiter vorne von der einzelnen Klasse der Spieler, würde ich Spanien sagen. Ich meine, wenn du dir das mal anguckst, mit Ramos, mit De Gea, mit Thiago, ja, und Morata, ich weiß ja, nimmt er Morata mit? Ich glaube, Morata nimmt er gar nicht mit, aber Thiago Costa zum Beispiel ist auch kein schlechter Stürmer. Und wenn du dann dir mal Portugal zum Beispiel anguckst, dann denkst du dir, ja, okay, wen hat Portugal? Pepe kennt man, natürlich Ronaldo, der Superstar. Quaresma ist auch nicht schlecht. Aber sonst, wen hast du sonst in der portugiesischen Nationalelf? Nani. Aber, das ist auch wichtig und das hat uns ja 2014 zum Weltmeister gemacht, die Mannschaftsleistung ist wichtig. Du brauchst keine wirklichen, ja, ich will jetzt nicht sagen, du brauchst keine wirklichen Superstars, aber du brauchst keine Einzelgänger, du brauchst keinen so einen Ultra-Superstar wie jetzt, sag ich mal, Ronaldo oder Messi, wo dann das Spiel völlig auf Ronaldo oder Messi ausgelegt ist. Das meinte ich ja vorhin schon beim Ägypten-Spiel, dass einfach Portugal und Argentinien und so, die stellen das Spiel völlig, aber auch völlig auf Ronaldo und Messi aus. Die schneiden das Spiel absolut auf Ronaldo und Messi zu. Und das ist nicht richtig. Denn sobald die versagen, versagt Portugal auch. Bestes Beispiel Liverpool beim Champions-League-Finale. Freunde, bestes Beispiel da. Und ja, auch wenn ich Portugal spiele, fallen auch nicht so viele Tore. Ein 0:0 zur Pause. Hoffentlich wird das besser. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte. So, Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit des fünften WM-Spiels, glaube ich, oder vierten WM-Spiels, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich habe gerade eben mal geguckt, Spanien ist tatsächlich besser. Das macht mir persönlich Sorge. Hat mehr Ballbesitz, hat mehr Spielanteile.
Und jetzt Ronaldo. Ah, der haben wir aber auch De Gea vorne. De Gea auch Ultra-Torwart. Da hat Spanien definitiv nach Iker Casillas einen richtig guten Torwart gefunden. Torhüter sind aber auch meist, also es gibt richtig viele gute Torhüter. Manuel Neuer ist gut, obwohl ich da Marc-André Ter Stegen eher vorne gesehen habe im deutschen Tor. Aber das ist eine andere Geschichte. Weil die Frage ist, Neuer hat einfach keine Praxis. Aber dazu komme ich dann, wenn wir Deutschland predikten müssen. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele gute Torhüter bei dieser WM. De Gea, Neuer, Romero ist auch nicht schlecht. Ederson ist nicht schlecht. Aber sowas wird wahrscheinlich die Deutschen, da werden die einen großen Vorteil haben, den anderen Mannschaften gegenüber, wie zum Beispiel Portugal oder Spanien, beziehungsweise ja eher Portugal, die haben halt nicht solche einzelnen Künstler und die können als Mannschaft auftrumpfen. Aber das ist ja egal, ich bin mir relativ sicher, um mal kurz diesen Gedanken zu Ende zu führen, Spanien und Portugal werden beide als Gruppenerster und Gruppenzweiter weiterkommen. Ich sage, Portugal kommt als Gruppenzweiter weiter, weil Spanien sich hier den ersten Platz in der Gruppe sichern wird. Und für Spanien geht es auch mindestens bis ins Halbfinale, würde ich zugeben. Und würde ich jetzt schätzen. Aber gut. Meine Schätzungen sind auch jetzt nicht immer unbedingt gut. Aber das sehen wir dann. Und ich hoffe, dass wir wirklich mal, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir wirklich so ein Top-Duell bei der WM haben, sehen wir so ein richtiges Gurkenspiel. Natürlich ist Fußball alles so taktisch geprägt und man muss ja vorsichtig sein und tralala und hopsasa, ich meine, das ist WM, aber ich will da auch mal, dass die mal mit offenem Visier kämpfen, wisst ihr, wie ich meine? Die sollen einfach mal wirklich scheiß auf alles und einfach volle Pulle draufgehen. Sich einfach denken, YOLO, weißt du? So wie Deutschland gegen Portugal zum Beispiel. Und Ronaldo hat sich verletzt und liegt im Weg beim Pass. Ich krieg ja wohl... ich brech ins Essen. Das ist ja unfassbar. Ich brech ins Essen. Das ist ja unglaublich. Der Ronaldo wieder. Hat's wieder versaut. So, komm. Kann er sich verletzt gegen Piqué durchsetzen? Nein. Piqué... Ah, Spanien hat schon eine Baba-Innenverteidigung mit Piqué und Ramos. Das ist schon ein anderer Hase. Könnt ihr auch mal reinschreiben, wie findet ihr es besser? Findet ihr es besser, wenn ich die Mannschaften spiele? Findet ihr es besser, wenn die KI die Dinger spielt? Oder wie seht ihr das? Portugal ja zum Beispiel auch 2004 war es, glaube ich, im Finale der Europameisterschaft gegen Griechenland damals verloren. Und dann jetzt natürlich 2016, erinnern wir uns alle noch dran, Europameister in Frankreich gegen Frankreich im Finale, obwohl ich da war ich für Frankreich, muss ich ehrlich zugeben. Irgendwo freut es mich für Cristiano Ronaldo, weil jetzt hat er zum Beispiel Messi was voraus. Weil Messi hat noch keinen großen Titel, keinen Weltmeistertitel, keinen Copa del Rey oder wie das heißt da in Argentinien. Und das hat Ronaldo Messi jetzt voraus. Er ist nämlich Europameister. Aber Weltmeister wird Portugal, na, zählt zwar mit zu den Favoriten, aber ich glaube nicht, dass sie es werden. Wie gesagt, mein Favorit auf den Titel ist Brasilien. Aber es lässt sich ja alles dann irgendwie mal gucken und da ist das 1:0. Und wer hat's gemacht? Cristiano Ronaldo. 10 Minuten vor dem Ende. Er ist nicht wirklich aufgefallen in diesem Spiel. Und das, finde ich, zeichnet Cristiano Ronaldo mittlerweile aus. Ja, er ist nicht mehr der Jüngste und er ist nicht mehr der Spritzigste und setzt vielleicht nicht mehr so krass in den Sprints an, aber er ist da, wenn man ihn braucht. Er sticht zu, wenn man ihn braucht. Und genauso wie hier macht er das 1:0 10 Minuten vor dem Ende. Schleicht sich an Ramos, seinem Teamkollegen, vorbei bei Real Madrid und macht dann da das 1:0 für Spanien, wollte ich schon sagen, Mois, für Portugal. Cristiano Ronaldo, wahrscheinlich sein letztes großes Turnier, seine letzte große Chance auf den WM-Titel. Wechsel bei Spanien, Iniesta für Saúl. Mal sehen, also wie gesagt, wenn es einen Sieger gibt, wird es ein knapper Sieg, würde ich wirklich sagen. Also ihr seht ja auch, wie offen das Spiel hier ist. Während Spanien jetzt wahrscheinlich aufmachen muss und wir dadurch dann gut kontern können. Das wird wahrscheinlich der Fall sein.
Aber gut, 1:0, knapp 5 Minuten vor dem Ende. Oh, moin. Es ist ganz, ganz schwierig. Also dieses Spiel wirklich zu sagen, wo ich jetzt zum Beispiel sagen kann, wie jetzt heute beim Spiel Russland gegen Saudi-Arabien, kann ich natürlich safe sagen, jo, das holt Russland, oder bei Ägypten, Uruguay, war ich mir zwar auch nicht komplett sicher, aber es ist natürlich eher wahrscheinlich, dass Uruguay das holt. Und hier ist es halt wirklich so ein bisschen, hat Portugal so ein bisschen das Deutschland-Phänomen mitgenommen bei der EM 2016. Sie sind als Mannschaft aufgetreten und haben sich von diesem, oh, wir müssen auf Cristiano Ronaldo spielen, so ein bisschen verabschiedet. Wenn sie das mitnehmen können in die WM morgen und wenn sie einen guten Start hinlegen können, ein Unentschieden wäre für beide Mannschaften ein guter Start. Wenn einer von beiden natürlich den Sieg holt, wäre es ein Ausrufezeichen für sämtliche Mannschaften bei der WM, würde ich sagen. So, nochmal Ecke. David Silva wird nochmal schön geklärt. So, jetzt vielleicht nochmal Ronaldo schicken. Jetzt vielleicht nochmal Cristiano Ronaldo schicken. Geht er nochmal zum Doppelpass an. Aber wir kriegen den Konter nicht. Aber das war's. Das war's. Laut Prediction gewinnt Portugal mit 1:0 gegen Spanien. Dank des Tores von Emir. Cristiano Ronaldo, CR7. Was meint ihr? Spanien, Portugal, guckt's euch an. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Das war's für heute. Viel Spaß heute Abend beim Spiel. Und wir sehen uns dann morgen für die nächsten Predictions wieder. Haut rein. Bis dann und ciao.